Schock für Oliver Reck. Der Trainer von Offenbach wird massiv bedroht. Stecken Anhänger der eigenen Mannschaft dahinter? Mehr zum Thema kostenlos anmelden. Fußball-News jetzt bequem per WhatsApp. Der frühere Nationaltorwart und heutige Trainer von Regionalliga ist Kickers Offenbach, Oliver Reck, hat eine Morddrohung per SMS bekommen. Bild berichtet, was der 52-Jährige bestätigt, am 12. November bekam ich eine SMS mit einer eindeutigen Drohung gegen mich. Ich habe Angst um meine Familie, der Wortlaut der Nachricht, du stehst ganz oben auf der Liste. Bei Tag und Nacht pass gut auf dich auf. Sportvideos Köln-Bosse erklären Stöger-Rauswurf Union Berlin endlich Stalltrainer Jens Keller. Köln trennt sich von Trainer Peter Stöger. PSG-Stahltruppe blamiert sich in Straßburg. Stöger, es wird Klarheit geben. Herbe Klatsche für Özil und Arsenal gegen Man United. Barcelona patzt gegen Celta Vigo. Dumm gelaufen für ST. Petersburg Juve siegt im Spitzenspiel. DFB 11 spielt gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Köln gibt auf. Held bleibt in Hannover. Comeback von Alfa Romeo in der Formel 1. Wenger spricht Machtwort. Stöger, reifere Mannschaft, hat gewonnen. Tinitzle, T7892-96362, Bild spekuliert, dass die schwachen Leistungen und schlechten Ergebnisse der Kickers ein Grund sein könnten. Aus den vergangenen 7 Spielen gab es nur 2 Punkte. Reck informierte Verein und Polizei. Er sagt, wenn du so etwas kriegst, kommst du ins Zweifeln, ob das alles noch Sinn macht. Dabei geht es weniger um mich. Ich kann schon auf mich aufpassen. Aber ich habe Angst um meine Familie. Nun ermittelt die Offenbacher Polizei.